ist Christian Walter von TradeVola und wie jede Woche jetzt will ich euch ein paar interessante Aktientipps von der aktuellen Trading-Woche mitteilen und damit ihr auch in Zukunft keines dieser Videos verpasst, meldet euch hier einfach bei dem YouTube-Kanal an, abonniert ihn, sodass ihr auch dementsprechend immer eine Notification bekommt, wenn ein neues Video dementsprechend hochgeladen wird. Und wir hatten ja in der letzten Woche schon einige interessante Werte mit dabei. Vielleicht können wir da ganz kurz nochmal drauf zurückgehen. Die kommen natürlich immer etwas zeitverzögert in den Kanal, aber Sie können auch gerne unsere oder ihr könnt gerne unsere Live-Schaltung dementsprechend nutzen, wo diese Realtime gezeigt werden. Nochmal zur Erinnerung, wir hatten vor einer Woche über Tesla gesprochen. Da ging es darum, dass die 500-Dollar-Marke demnächst geknackt wird und dass es hier nach einem Ausbruch aussieht, gigantisch nach diesem Anstieg oder nach dem Ausbruch sind wir jetzt schon bei 585, also fast 20%, die Aktie in dieser kurzen Zeit zugelegt hat. Und für die anderen Werte, die wir letztes Mal hier noch mit empfohlen hatten, wie General Electric, die haben auch einen Wahnsinnsanstieg hingelegt. Das waren ja auch einige der Trades, die Sie sicherlich hier über den Blog oder gegebenenfalls auch in unserem Newsletter mitverfolgen konnten. Vielleicht noch einen, um da nochmal kurz das Thema der letzten Woche aufzugreifen, war der Wert FTAI, Fortress Trans and Infra Invest. Auch hier haben wir jetzt nicht so einen Riesenanstieg wie bei Tesla oder wie bei General Electric, aber der Ausbruch ist gelungen. Der Wert hat sich seitdem auch gut entwickelt. Ist natürlich, muss man auch fairerweise sagen, momentan ein gutes Marktumfeld. Hier sehen wir nochmal einen etwas längerfristigen Verlauf über das gesamte letzte Halbjahr. Aber wir wollen natürlich ein paar aktuelle Werte aufgreifen. Das sind nochmal zur Erinnerung die Werte der letzten Woche gewesen. Und jetzt möchte ich euch mal ein paar interessante Titel der aktuellen Woche vorstellen. Klar, Werte wie Tesla, wir hatten es gesehen, sind gut gelaufen. Auch der chinesische Elektroautomobilhersteller NIO, nach wie vor eine gigantische Performance, die Aktie an den Tag legt. Hier haben wir mal einen Wert aus Brasilien, der Wert WEL mit dem Symbol VALE hat jetzt hier in den letzten 4 Tagen, also quasi über die gesamte Handelswoche, wir hatten ja am Donnerstag keinen Handel durch Thanksgiving, hier einen gigantischen Anstieg, ist quasi von 13 Dollar jetzt fast auf 15 Dollar gestiegen und vielleicht kann ich das hier mal kurz rausgreifen, wir haben hier dementsprechend auch ein gigantisches Volumen auf der Call-Seite. Alleine gestern waren es 200.000 Call-Optionen. Können Sie unten ganz gut sehen. Der letzte Wert, wo es richtig hoch war, war Mitte September. Klar ist der Wert natürlich jetzt hier schon ausgebrochen, hat schon eine entsprechende Performance. Aber wenn wir in das Optionsvolumen reinschauen, sehen wir zum Beispiel hier größere Wetten bis Januar, dass der Wert auf über 15 Dollar noch steigt. Also ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Hier waren schon einige investiert. Es sind jetzt hier nochmal gute 60.000, 70.000 Optionen hinzugekommen. Und das spricht auch dafür, dass die Aktie hier noch ein sehr gutes Potenzial hat. Ansonsten hatten wir diese Woche noch weitere interessante Titel hier mit auf dem Schirm. AMD momentan ganz interessant, weil hier steht ein Ausbruch auch noch bevor. Wir sind jetzt, glaube ich, hier Hochkurs, können Sie auch mal ganz kurz einzeichnen, sehen wir in der Form noch von Anfang September, war so bei 95 Dollar. Ich glaube, jetzt kann man es ganz gut erkennen. Wir haben hier so ein Doppelhoch, wo es aktuell ein Stück weit dran kämpft. Und ich glaube, wenn der Ausstieg gelingt, ist natürlich hier Ausbruch gelingt, die nächste Ebene, genau dieser Hochkurs von September. Und danach wird sicherlich die 100-Dollar-Marke das nächste Kursziel hier darstellen. Hier gab es auch sehr viel Optionsvolumen, was wir hier unten sehen, gerade auf der Call-Seite. Können Sie auch wieder wegnehmen. Da gab es in der Regel jetzt über 200.000-300.000 Call-Optionen pro Tag. Also AMD im Gegensatz zum gerade eben gesehenen Wert noch sehr interessant, weil der Ausbruch hier noch bevorsteht. Und den dritten Wert, den wir Ihnen heute noch mitgebracht haben oder wo wir das ein oder andere uns anschauen wollen,
ist mal ein entgegengesetzter Wert. Es gibt natürlich nicht nur interessante Werte für einen Long-Einstieg. Wir haben hier mal ein Beispiel für einen Wert, wo es trotz des positiven Marktumfeldes momentan eher danach aussieht, dass der Wert ein Stück nach unten geht oder zumindest Tendenzen. Wir haben hier recht hohes Volumen auf der Kohleseite. Genau, das einmal ganz kurz einzeichnen. Hat hier so eine Unterstützung bei 8 Dollar. Ist gestern nochmal ganz gut gestiegen im kurzen Handel nach Thanksgiving. Aber hier besonders interessant, wenn diese 7,90 Dollar Marke, wo, wenn wir genau sehen, die Unterstützung ist, durchbrochen wird mit dem hohen Optionsvolumen, was wir hier unten auf der Put-Seite haben, kann das ein ganz interessanter Short-Trade werden, weil Marktumfeld war gut. Das waren, glaube ich, die Quartalszahlen, die so ein Stück für Einbruch gesorgt haben. Sollte jetzt dann irgendwann auch mal eine Korrektur im Gesamtmarkt kommen, sind natürlich solche Werte dann besonders anfällig und dann kann so ein Ausbruch nach unten sehr, sehr schnell passieren, sehr schnell vonstatten gehen. Also das mal ein Gegenentwurf zu den Werten, die wir zu Beginn gesehen haben. Und ja, zu allerletzt noch zwei, drei Werte aus, oder was gesagt, einen Wert, den ich hier rausgreifen möchte. Aber die Branche hat jetzt erstaunlicherweise recht stark profitiert, was eigentlich gar nicht so erwartet wurde nach dem Wahlausgang. In Amerika ist der Bereich im Öl- und Gassegment. Hier haben wir eine Schweizer Firma mit der mit dem Symbol RIG, Transocean Limited. Die ist von unter einem Dollar auf 2,50 diese Woche gesprungen. Wir sehen hier gigantische Volumen auf der Call-Seite. Teilweise wird hier auf eine Verdopplung sogar spekuliert. Also das sind immer so kleine Werte, die haben natürlich ein hohes Risiko, keine Frage. Die können wir schnell den Kurswert verdoppeln, aber wenn wir sehen, der war jetzt hier im Juni auch mal bei 4,20 Dollar und das sind sicherlich auch interessante Titel, die jetzt ohne Optionsvolumen einen sehr hohen prozentualen oder ohne Optionstrades, würde ich jetzt mal sagen, einen sehr hohen prozentualen Gewinn bringen. Das ist jetzt nichts für eine langfristige Buy-and-Hold-Strategie, glaube ich jetzt eher nicht, aber um so einen kurzfristigen Performance-Ausbruch mitzunehmen, kann man auch solche Werte mit kleinerem Kapital mal ins Depot mit aufnehmen. Gerade wenn so ein Trend entsteht, muss man natürlich dann auch schnell mal mit dabei sein, um da vielleicht 3, 4, 5 Tage investiert zu sein. Das ist immer schwierig, jetzt so auf 1, 2 Jahre. Also wie gesagt, für Buy and Hold eher schwieriger Wert, aber auch als Aktie mit Zusatzoptionshandel sehr, sehr interessant, da sie hier einfach gute Prämien generieren. Mal schauen, die Aktie hat aufgrund der Schwankung 200% implizite Volatilität, da bekommen Sie momentan gigantische Prämien auf Optionen, wenn Sie auf der Verkaufsseite sind. Und das kann man nutzen als Covered Call Händler, als Short Put Händler, also wo Sie einfach Prämien verkaufen, ist das sicherlich ein ganz interessanter Wert. Das waren mal so die Werte für die aktuelle Woche, war ja eine kurze Handelswoche, da gestern nur 3,5 Stunden Handel nach Thanksgiving möglich waren. Und sonst hatten wir dann nur den Montag bis Mittwoch. Aber bin mal gespannt, wie sich jetzt der Dezember noch entwickelt bis zum Jahresende. Klar, zwischen Weihnachten und Neujahr sind die Umsätze dann auch relativ gering. Da hat man oft den Begriff oder hört man oft den Begriff Window Dressing. Das heißt, wo dann nochmal sozusagen die Kirsche oben auf die Sahnetorte kommt, würde ich mal behaupten, wo dann man eher mal Märkte bewegen kann, weil weniger Volumen da ist. Versuchen dann gewisse Fondsmanager auch noch ein Stück weit Preise in die Richtung zu bewegen, wie sie es benötigen, was mit geringerer Liquidität oder Volumen dann schnell mal möglich ist. Aber in den letzten Jahren, muss ich sagen, hat sich das in der Regel nicht mehr so dargestellt, wie es in den vergangenen Jahren oft publiziert wurde. Da hatten wir dann auch teilweise mal Korrekturen zwischen Weihnachten und Dezember, die schon etwas größer waren. Von daher kann man sagen, so bis kurz vor Weihnachten werden wir noch gutes Volumen haben. Wahrscheinlich bis zum 18. Dezember, was auch dann die Verfallsdaten sind der Optionen. Und dann werden viele Privathändler eher etwas kürzer treten. Aber bis dahin haben wir natürlich noch einiges vor. Wir werden auch in den nächsten Wochen hier dir dies präsentieren. Euch, sage ich mal, ein paar Infos, ein paar Tipps geben, wie man die dann, sage ich mal, auch dementsprechend fürs eigene Portfolio umsetzen kann. Von daher hoffe ich, es waren ein paar interessante Anregungen für euch dabei.
Würde mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen oder wieder hören, besser gesagt. In dem Sinne, schönen erfolgreiches Traden und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.